So, hallo und herzlich willkommen hier wieder neu zurück zum nächsten Part mit Fallout 4 nach dem unkontrollierten Absturz. Dann mal weiter. Eine Gerberei auf einer Insel. Naja, das ist die Liefer. Die Lieferwege sind aber nicht so real. Sei denn, sie holen die ganzen Bärenpelze der Insel. Doch, muss die Insel doch nicht sein, dass das hier ein ganz kleiner Krieg aufgebaut sei. Eieiei. Eigenen Fischkutter? Nicht schlecht. Dann brechen wir doch direkt mal per Meister ein. Wie schön. Und Werkzeug gefunden. Buja. Oh, im Arm des anderen. Süß. Ja, gut, gib mir Deckung. Ich weiß trotzdem nicht, wo er hin ist. Irgendwo da hinten, glaube ich. Ja, da ist er. Alles nervt, ich brauche unbedingt eine Nahkampfwaffe. Oder Raketenwerfer.
Oder mal gucken, dass ich für die nächste Runde dann meine Ausrüstung wieder etwas abändere. Ich bin wieder schwer belastet. Schade. Sonst gab es nichts Interessantes in dieser Gerberei. Idiot. Welche unnötigen Waffen schmeißen wir denn jetzt raus? Jagdgewehr, Vorschlaghammer. Zack, und schon haben wir wieder Platz. Achso, die Beine sind kaputt, deswegen. Macheten, Mike. Hey, bin ganz hoch. Wer bist du denn? Warte, ich jag die Ghule seit Wochen und warte auf eine Gelegenheit. Dann kommst du und mir nichts, dir nichts, ist die ganze Meute einfach tot. Weißt du überhaupt, was das ist? Ein Premiumsatz Pelmenwerkzeuge. Was ist denn so toll an diesen Werkzeugen? Pelmens pumpen mehr Drehmoment raus als eine Todeskralle auf Psycho. Und bevor Pauli weglief, hat er die Werkzeuge immer geputzt. Die gibt's hier kein zweites Mal. Ich kann mich noch an die Pelmen-Werbung erinnern. Teures Zeug, aber echt gut. Was zum Teufel ist ein Werbespot? Ach. Ist auch egal. Die Seefahrerin schickt dich, oder? Dieser verdammte Mitch und sein Plappermaul. Was sie auch anbietet, das ist nichts. Ernsthafte Bastler würden ihre Oma dafür verkaufen. Ich zahl dir 2000 Kronkorken hier und jetzt. Abgemacht? Warum brauchst du das Werkzeug so dringend? Ich hab so meine Projekte. Mehr musst du bei den Kronkorken, die ich zahle, nicht wissen. Ich würde jetzt gerne rausfinden, ob man bei dem Belohnungsgespräch dann immer noch ablehnen kann. Bezweifle es aber. Bei dem Angebot muss ich passen. Ich bleib hier nicht ewig. Wenn du das ausschlägst, bereust du es. Machete, Mike. Mein Angebot für das Werkzeug steht nicht ewig. Werkzeuge in so einem Zustand? Die sind einzigartig. Vielleicht sollte ich sie irgendwo versteigern. 2750. Sag ja, bevor ich es mir anders überlege. Nö, du. Danke. Angebot. Ich bleib hier nicht. Das ist mir Latte. Bringen wir nämlich das ganze Zeug erstmal wieder zurück nach Fahrheber. Muss auch meine Powerrüstung reparieren etc. pp. Wobei, die hält noch ein bisschen. Zumindest der Teil, der nicht kaputt ist. So. Ich habe keine Zeit. Seefahrerin? Warst du in der Gerberei? Hast du meine Werkzeuge gefunden? Hier sind deine Werkzeuge. Wirklich toll, dich getroffen zu haben. Hier ist deine Belohnung. Wohlverdient. Und jetzt wird am Rumpf gearbeitet. Immer her damit, Insel. Mich kriegst du nicht klein. Also, wenn du dies, das, Schrott oder Krimskrams brauchst, dann bist du hier richtig. Du bist ein seltsamer Vogel. Handeln wir. Obwohl unsere freundliche Stadt nach Kräften versucht, dich zu verjagen, hilfst du uns dennoch immer Brooks. Wieder. Verrat wenn ich niedergeschlagen bin, muntert mich ein kleiner Handel wieder auf. Ihr seid gute Leute, die in Schwierigkeiten stecken. Dachte, ihr könntet Hilfe brauchen. Was? Willst du als Bürgermeister kandidieren? Falls ja, dann haben wir dich nicht verdient. Denk dran, lass dich nicht von ihnen ausnutzen. Die meisten Menschen hier sind ziemlich konservativ. Es ist egal, wie sehr du dich um ihre Anerkennung bemühst. Verdammt, meine Familie hat 3 Generationen gebraucht, bevor die Daltons uns ein Kantenbrot verkauften. Aber es gibt einen Weg, der gelinde gesagt wahnsinnig ist, wie du auch den störrischsten Esel überzeugen kannst.
Warum sind einige Haberbewohner Fremden gegenüber so feindselig? Die meisten Bewohner dieses Felsens glauben, dass Gott ihnen das Recht gegeben hat, hier zu leben. Ich sehe das so. Wer das Zeug hat, hier zu überleben, der hat sich seinen Platz verdient. Dann lass mal hören. In der alten Zeit wurden Anführer durch den sogenannten Kapitänstanz ausgewählt. Der Legende nach stapften die härtesten, übelsten und schlicht wahnsinnigsten Anwärter ins Wasser, wo sie das Schlimmste anlockten, was die Insel in petto hatte. Sobald der Möchtegern-Kapitän die Meyerlurk-Königin oder den Nebelkriecher oder was auch immer besiegt hatte, lud er die ganze Insel zu einem Festmahl ein. Wenn du das tust, naja, dann wirst du nicht Kapitän, aber du verdienst dir Respekt von allen. Wenn wir diesen Tanz veranstalten, wird das Ihre Meinung wirklich beeinflussen? Niemand auf der Insel hat den Tanz je miterlebt. Manche glauben, die Tradition sei tot. Aber seine Geschichte ist Teil dieser Insel. Tu es, dann wird man garantiert auf dich aufmerksam. Warum hilfst du mir? Meine Aufgabe ist es, Menschen zu heilen. Und nicht nur von körperlichen Wunden. Die Insel steckt in mehr Schwierigkeiten denn je. Und du könntest eventuell die Heilung sein, die wir brauchen. Okay, ich bin bereit, zur Legende zu werden. Echt jetzt? Ich lach mich tot. Es gibt ein altes Meyerlurk-Jagdgebiet bei Emmets Causeway. Ein tückischer Streifen entlang der Küste. Wenn du dort ein Stück Fleisch ins Wasser wirfst, werden das Blut und die Eingeweide sicher für Aufmerksamkeit sorgen. Und dann wartest du. Ich sorge dafür, dass ein oder zwei Zeugen auftauchen. Das wird dem Rest dieser Bauern zeigen, dass du dazugehörst. Initiationsritus. Was auch immer das ist. So, ich wollte eigentlich was verkaufen. Hey, Brooks. Wie kann der Köderladen dir helfen? Handeln wir. Na dann mal los. Die Frage ist nur, ob das jetzt auch bei mir gut ausgehen wird. Wo ist denn dieser Initiationsritus? Da drüben. Okay, ja gut. Mehr oder minder in die Richtung bewege ich mich ja auch. Nationalhauptquartier nehme ich halt zuerst mal noch mit. Müsste aber Zeug reparieren etc. Ich würde sagen, ich breche dann hier auch mal diesen Part nochmal ab, werde mich vorbereiten und euch dann gebührend im nächsten wieder über längere Zeit unterhalten. Zumindest mein Bestes geben. Bis dahin, hat ihr Ohren steif, sayonara.